Energiepreispauschale von 300 Euro ist beschlossene Sache. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Am 12. Mai 2022 hat der Bundestag die Steuerentlastung für das Jahr 2022 beschlossen. Um 17.40 Uhr wurde in einer zweiten und dritten Lesung über das Steuerentlastungsgesetz 2022 der Bundesregierung beraten und dann letztendlich auch beschlossen. Und zwar gab es am 11. Mai 2022, also einen Tag vorher, eine Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zur Energiepreispauschale. Und dieser Finanzausschuss hat unter Mehrheitsverhältnissen der Ampelkoalition diese Energiepreispauschale als Beschlussempfehlung für den Bundestag beschlossen. Und jetzt ist klar, dass zum 1.9.2022 die Energiepreispauschale, so wie sie in dem Gesetzesentwurf für das Steuerentlastungsgesetz eingebracht worden ist, kommen wird, außer der Bundesrat würde anders dazu entscheiden. Eines ist auch klar, Rentnerinnen und Rentner und pensionierte Beamte, die nicht in einem ersten lohnsteuerpflichtigen Job oder Minijob am Stichtag 1.9.2022 stehen oder diesen ausüben, werden die 300 Euro Energiepreispauschale nicht erhalten. Daher machen Sie weiter Druck auf die Politik, denn es rührt sich was. Was sich genau tut und rührt, das erläutere ich Ihnen in einem nächsten Video. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.